was machen wir denn heute? Frag mal die Maddi hinter mir. Maddi, was machen wir denn heute? Autoreparatur. Autoreparatur, was denn? Einmal alles, check. Ja, wir machen eher eine Inspektion. Also, die war vor Tagen mal bei uns. Warum warst du bei uns? Weil die Birne kaputt war, genau. So, und was haben wir dann gesehen? Die hat viel mehr Probleme gehabt. Kühlwasser war leer, komplett leer. Also in dem Vorratsbehälter. War nur eine Pfütze, ne? Mhm. Der Schlauch war noch voll zum Glück. Was hatten wir noch? Ölwechsel ist 2 Jahre her. Ja, Filter habt ihr mal gemacht, glaube ich, ne? Machen wir trotzdem. Bremsflüssigkeit ist auch schon lange her, machen wir auch mal. Jetzt gucken wir noch mal die Bremsen nach. Ich kriege die Trommel gerade nicht runter. Die quietschen, sagt sie. Ja. Und dann machen wir halt Ölwechsel. Filter müssen wir gucken, ob der passt, den wir da bestellt haben. Ja, und dann gucken wir einmal, ob wir das Leck finden von dem Kühlsystem. Wenn wir das nicht so auf die Schnelle finden, dann machen wir hier so einen Kühler dicht rein. Da testen wir mal, vielleicht dichtet das ab, wenn wir eine kleine Undichtigkeit irgendwo am Kühler haben, was wir nicht sehen. Ansonsten müssen wir noch mal gucken, ob wir irgendwas finden. Aber gerade auf die Schnelle haben wir nichts gesehen. Na, wir gucken gleich noch mal in Ruhe. Und wenn wir das nicht finden, machen wir das. Also wir machen das Zeug auf jeden Fall da rein und hoffen, dass das dicht ist. Und wenn nicht, wenn wir es gar nicht finden, muss vielleicht mal eine Werkstatt drauf gucken, irgendwie Druck auf den Behälter geben oder so. Vielleicht ist der Behälter kaputt. Ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal die Bremsen hinten nach. Wie die Belege sind, vorne sind noch gut. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Ölwechsel an. Na, dann sehen wir uns gleich wieder.